zeige euch, wie man den Big Ben zeichnet, und zwar Schritt für Schritt. Und zwar wird es so eine kleine Comic-Anleitung, und ich lege direkt mal los. Ich mache das Ganze hier mit Procreate. Ich mache erstmal hier kleine Outlines hin, damit ich so ungefähr weiß, wo das ganze Ding hinkommt. Das ist jetzt quasi aber nur die Skizze, weil zum Schluss lege ich das Ganze dann in einem bisschen mehr geschwungenen Comic-Style oben drüber. Dazu fange ich an mit so einem rechteckigen Kästchen und dann mache ich fast ein quadratisches Kästchen oben drüber. Ich werde ein bisschen was wegradieren, weil es mir nicht ganz so passt. Hier ist einfach wichtig, wenn ihr über dem Quadratkästchen weitermacht, müsst ihr einfach genau an den Linien ansetzen, wo das Rechteck quasi unten aufgehört hat. So, jetzt kommt da so eine Art halber Spitz, aber eben noch nicht ganz, sondern nur so ein Teil. Deshalb machen wir oben drauf, also quasi ein Trapez. Und lassen dann ein bisschen Platz, wo wir zum Schluss dann dieses Türmchen hinmachen. Zwischendrin noch ein bisschen Verzierung. Natürlich ist es hier in meiner Zeichnung jetzt, weil es so im Comic-Style auch ist, sehr vereinfacht dargestellt. In Wirklichkeit sind natürlich ganz viel Schnickschnack und es sieht richtig cool aus. Die Linien, die mir nicht gefallen haben, und zwar hier beim Quadrat, die radiere ich jetzt einfach mal weg. Die brauche ich ja nicht mehr. Anschließend gehe ich auf die Ebene, mache die Deckkraft runter, damit es so gräulich aussieht, weil das ist jetzt meine Skizze, lege eine neue Ebene drauf und jetzt male ich den Big Ben quasi nach, und zwar mit viel geschwungeneren Linien, wie man jetzt hier sieht. Ich mache meistens dazu die Linie einfach einmal, ziehe die runter, und wenn die krumm ist, macht das gar nichts, weil ich will das ja, dass es einfach ein bisschen mehr Dynamik hat und nicht ganz so statisch aussieht. In meinem zweiten Video zeige ich euch dann, wie man das Ganze noch ein bisschen fancier machen kann, dass das Ganze quasi sich noch mehr bewegt. Aber in dem Video machen wir jetzt einfach mal den normalen Big Ben so fertig. Sorry, ich habe gerade gesehen, meine Haare sind im Video gelandet. Naja, okay, also los geht's. Ich mache die Linie nach und anschließend mache ich gleich mal hier das Dächchen oben drauf. Ich habe mich entschieden, weil ich fand, es sah ein bisschen cooler aus, wenn es kürzer ist, einfach einen Teil davon abzuschneiden. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch direkt bei der Skizze bleiben. Ich fand irgendwie, sah komisch aus und deswegen habe ich es kürzer gemacht. Und diesen Zipfel hier oben drauf, den Spitz, habe ich extra ein bisschen krumm gelassen, weil ich finde, für so einen Comic-Style sieht alles immer ein bisschen schöner aus, wenn es ein klein wenig krumm ist. Bevor ich jetzt hier anfange, alle großartigen Verzierungen einzufügen, mache ich mal die Skizze unten drunter weg. Jetzt kann man sehen, wie das Ganze aussieht. Ihr seht vielleicht, was ich meine, wenn die Linien als ein bisschen mehr Dynamik haben. Da beim wo die Uhr nachher reinkommt, sieht man es richtig. So, ich fange an, Verzierungen reinzumachen und mir dann auch hier schon mal die ganzen Striche reinzulegen. Das sollen quasi diese ganzen Schnörkel sein, die man in echt in diesem Sandsteingebäude sieht. Okay, falsch. Vielleicht ist es überhaupt kein Sandstein, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall male ich die mal komplett rein. Ich habe es auf eine extra Ebene gemacht und später werde ich eine Ebene drüber legen für noch eine Skizze. Und dann kann ich einfach Sachen wieder unten drunter rausradieren. Das ist einfach besser, weil dann kann man jetzt hier die Linien komplett durchziehen und muss nicht zwischendrin aufhören, wieder anfangen. Und ich finde, dann sehen die ganzen ein bisschen schöner aus. So, und jetzt werde ich die Skizzen anfangen, und zwar mit hier so einer Querlinie. Da kommen nämlich nachher so Striche rein, wo der Turm unterteilt ist. Und dann mache ich hier noch ein kleineres Quadrat. Dort soll nämlich die Uhr rein, aber damit ich so ungefähr weiß, wo die hinkommt, skizziere ich das mal so ein bisschen an, damit die nicht ganz krumm zum Schluss da hängt. Wir machen ja hier keinen Salvatore Dali, sondern eine schöne Comiczeichnung. Oh, okay, ich gebe zu, das war jetzt richtig schlecht, aber egal. Also ihr seht hier die Skizze für die Uhr. Dann wieder genau das Gleiche, einfach die Deckkraft runternehmen. Das kann man hier in den Ebenen einfach so einstellen. Und schon geht's los. Ich male hier die Uhr nach. Bei Procreate übrigens, wenn man mit den zwei Fingern auf dem Bildschirm tippt, kann man die Sachen wieder rückgängig machen. Ich werde es sofort mal machen, weil ich nämlich die Zeiger ein bisschen versemmel. Aber bevor ich das mache, male ich hier noch die Striche rein. Denn da ist es so, ja, in echt sind da halt Fenster und so Zeugs drin, aber ich deute es ja nur ein bisschen an, sonst wird es ein bisschen zu, ich mache es ja nicht fotorealistisch. So, jetzt gehe ich auf die Ebene unten runter, radiere all die Striche weg, die ich gar nicht mehr brauche. Und das Gleiche kann ich jetzt nämlich auch hier bei meinen Querstrichen machen. Ich nehme nur einen anderen Radierer, weil ich habe irgendwie so einen komischen Riesenradierer. So, und dann nehme ich einfach mal hier die Striche raus und schon habe ich hier meine Querstriche mittendrin. Und ich finde, es sieht schon mal, wenn man jetzt von weitem schaut, eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, jetzt sind wir hier. Ich mache wieder eine Ebene unten runter weg. Und zwar all meine Skizzen. Ups, okay, ich muss ein bisschen suchen, weil ich habe immer durcheinander. Genau, und jetzt geht's los mit den Zeigern. Ja, ich wollte machen, dass es kurz vor 12 ist, weil immer um 12 klingt es nämlich so schön. Leider habe ich den Zeiger ein bisschen verhauen. Einfach mal wegradieren und dann einfach nochmal drüber malen. Ich habe noch so ein paar Striche, wie ihr seht, die rausschauen. Und bei mir sind nicht immer alle Linien zu. Ich finde, es sieht cool aus. Manche Leute mögen es gar nicht. Ich mag das aber, deswegen lasse ich es jetzt. So, dann mache ich eine neue Ebene, und zwar da, wo ich die Farbe zum Schluss hinmache. Ich nehme hier so ein Braun, weil ich glaube, der Big Ben, die sind so Sandsteinfarben, ist das House of Parliament. Und dann male ich das Ganze einfach mal easy an.
So ein bisschen reinzoomen, damit ihr auch seht, was ich hier mache. Ihr werdet sehen, dass ich öfters mal neben die Linien rausmal. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es nämlich cool, deswegen lasse ich es auch. Wenn es ein bisschen zu übertrieben ist, radiere ich dann wieder weg. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir so eigentlich ganz gut. Jetzt mache ich das Ganze im Schnelldurchlauf an. Und zwar lege ich so eine hellere Farbe oben drüber. Das soll so eine Art, ich nenne es mal Schatten sein, aber es sind natürlich keine Schatten, weil es sind ja so eher so helle Flecken. Auf jeden Fall finde ich, sieht es ganz cool aus. Wer eine Anleitung dazu will, im Prinzip male ich die einfach random irgendwie rein und kritzel so ein bisschen hin. Und im Anschluss mache ich noch immer noch mit diesem Pinsel so zwei, drei coole Punkte, wie jetzt hier. Ich finde nämlich, dass es super cool aussieht. Und als das Ganze dann fertig war, habe ich einen richtig schönen tief dunkelblauen Hintergrund hingemacht und natürlich wunderschöne kleine Sternchen gemalt. Und wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich mega riesig auf ein Herz und ein Abo.